Es wird wieder ein glühend heißer Tag hier in den Lorbeerbuschhügeln. Wir erwarten Rekordtemperaturen. Gutes Frühstück, Schatz. Was war denn das für ein Zeug? Drei Bohnen eigentlich. Billig. Oh Mann! Ich sehe mir das Golfspiel im Fernsehen an. Mami, mir ist langweilig. Ach, was du nicht sagst. Mami dabei, die Sonntagszeitung zu suchen. Sonntagszeitung zu suchen. Oh mein Gott, Billy. Jetzt habe ich mein Drei-Bohnen-Brechmittel in der Zeitung versteckt. Ich zerreiße mich fast, um meiner Familie was Besonderes zu bieten. Und das ist dann der Dank. Guck mal, Mami, dein Frühstück fritzt sich durch die Zeitung. Genug, nächste Woche gibt's Cornflakes. Ja! Sonntage. Wozu bemühe ich mich eigentlich noch? Es ist jeden Sonntag dasselbe. Oh, bitte, darf ich dir auch deine Wünsche erfüllen? Immerhin lebe ich ja nur dafür. Niemand fragt Mom je danach, was sie möchte. Nicht, dass sie es bekäme. Ich habe auch keine Wünsche, weil ich eben nur die Mutter bin. Darf ich dir was bringen? Zufrieden? Möchtest du noch was? Ich lebe, um andere glücklich zu machen. Das ist mein Beruf. Und ich will es doch gar nicht anders haben, oder? Wenigstens einer hat die Güte, Danke zu sagen. Oh, willst du mir helfen? Ja, stirb, du Halunke! Mami, mir ist schon wieder langweilig! Schatz, wieso gehst du nicht und hilfst Daddy beim Fernsehen? Ja, Fernsehen helfen, Fernsehen helfen! Daddy sieht nichts mehr! Er sitzt schlafend da und röchelt. Etwa so. Billy, du bist keine große Hilfe. Ich gehe nach draußen. Mach Platz.
wozu bemühe ich mich eigentlich? Niemand fragt Mamie danach, was sie möchte. Nicht, dass sie es bekäme. Hundewertungsschau unserer Gemeinde, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehen Sie folgende Rassen. Dorn, Chinesen, Boxer, Schäferhunde, Schnauzer, Dackel und etliche andere bekannte Rassen. Wie Sie wissen, werden wie immer die besten Exemplare mit einem Pokal gewonnen. Komm, sieh dir die hübschen Hunde an! Ich danke Ihnen vielmals. Wollen Sie jetzt bitte die Bernhardiner und Neufundländer heranführen? Niedliche, hübsche Hunde! Dieser süße kleine Pekinese ist wirklich allerliebst. Und betrachten Sie nur das schöne seidenweiche Fell und diese aparte Frisur. Haben Sie das Hundchen selber so nett hergerichtet, gnädige Frau? Meine Damen und Herren, ist das nicht ein feiner Hund? Hübsches Hundchen, hübsches Hundchen! Wir melden uns gleich wieder nach der Welt. Aus? Die Hundeschau. Du brauchst ein BH. Ein Hund mit BH. Das macht mir Spaß. Hey, was ist los? Was ist das? Hund ist fertig für die Hundeschau. Blöder Hund. Also, was ist das für ein Krach hier? Oh mein Gott, was machst du denn mit meinem BH? Hier, hübsche Hunde. Hundi geht zur Hundeschau. Hundeschau, das ist für Nieten und Versager. Moment mal, junger Mann, ich ging auch auf Hunde schauen, als ich in deinem Alter war. Waren wohl eher Dinosaurier schauen. Mal sehen. Ah, da ist es. Die krönende Ehrung meiner Kindheit. Das bin ich mit Prinz. Da hatten wir den zweiten Preis im Dreiländerfinale gewonnen. Oh, er hat ihn wirklich verdient. Wow, Mann, was für eine Geschichte. Die geht richtig ans Herz. Hey, ist heute nicht Meldetag? Hä? Machst du Witze? Willst du da etwa unseren Hund ausstellen, Dad? Nicht ohne ein Bad. Schatz, ich habe heute Morgen geduscht. Nicht du, der Hund. So gut aus wie mein alter Prinz. Nasse Hunde riechen echt gut. Ja, hey. Seht ihr, es gefällt ihm. Schon gut, ich habe verstanden. Ich würde mir das auch nicht gefallen lassen. Blöder Hund, du blöder Hund. Billy! Blöder Hund.
Hund! Blöder Hund! Schlachte den blöden Hund! Willi, schlag den Hund nicht! Billy, Buffy, bitte! Guter Junge, siehst gut aus. Soll ich dich abspülen? Oh, die Mahonies. Hallo, Skipper. Du gehst doch nicht etwa zur Hundeschau, oder doch? Ja. Wir gehen auch hin. Buster wird wieder der beste Rassehund. Das vierte Jahr in Folge. Einen Siegertyp erkennt man gleich. Deren Hund ist kein Sieger, oder? Natürlich nicht. Viel Glück! Wiedersehen! Vollidiot! Skip! Ich zeige Ihnen einen Sieger. Gut, unser Hund ist vielleicht nicht wie mein alter Prinz, aber er ist doch viel besser als dieser muskelbepackte Köter der Mahonies. Schön, dass wir den Sonntag zur Abwechslung mal nicht zu Hause verbringen. Ist das zu fassen? Ich habe den Wagen gerade erst gewaschen. Hund! Wir sind bei der Hundeschau, Mami! Ja, Schatz! Wir sind bei der Hundeschau, Daddy! Wir sind bei der Hundeschau, Bee! Nervst du mich ganz! Hallo, Skipper! Lange nicht gesehen, was? Ich bin sicher, euer kleiner Bursche wird Erfolg haben. Er ist allerliebst. Bis dann! Auf drei. Eins, zwei, drei. Vollidioten! Vollidioten! Seht ihr das? Genau so, wie ich es in Erinnerung habe. Der Zauber der Hunde und ihrer Besitzer in einem gesunden Wettkampf. Kinder, bewahrt euch diesen Moment. Hey, Dad! Du bist in Hundescheiße getreten. Was? Oh nein! Seht euch nur diese komischen Kreaturen an. Ja, und erst diese Hunde. Da hat unserer vielleicht doch eine Chance. Soll das ein Witz sein? Er ist wie mein alter Prinz. Rundherum ein klassischer Siegertyp. Das ist langweilig, Mami, ich hab Durst. Ich auch. Schatz, kauf ihnen was Preiswertes zu trinken. Ich melde den Hund an. Ja. Ich will Zuckerwatte. Und ein großes Eis. Und den Lolli da. Und gebrannte Mandeln. Und das da. Und das da. Ui, gute Schier. Versuch es mal. Oh, das riecht wundervoll. Bist du nicht süß? Seht nur, was die Leute ihren Hunden für einen Mist kaufen. Es ist unglaublich. Oh, diese Sangria-Milch ist köstlich. Probier mal, Ski. Kann ich für Sie tun? Wir wollen unseren Hund anmelden. Und könnten Sie den Hund bitte hereinbringen? Da ist der Hund. Das ist der Hund. Das ist der Hund.
Hat er Papiere? Nun ja, er ist stubenrein. Verstehen Sie? Gut, zwei Zelte hinter dem Pekinesen. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zur letzten Vorführung des Nachmittags. Dem offenen Wettkampf aller Rassen. Hä? Sie kommen gleich raus, Schatz. Wann kämpfen die Pitbulls? Setz dich, Billy. Also, Junge, es geht los. Du bist zwar nicht Prinz, aber alles, was ich habe. Also bring uns jetzt nicht in Verlegenheit. Hm? Klar? Da ist ja Daddy! Ja, Dad! Ja. Woo, 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 woo. Du darfst meins versuchen, wenn ich deins versuchen darf. Und jetzt wird Preisrichter Hermann von Wedelrute die Hunde begutachten. Nicht den Preisrichter küssen! Damen und Herren, bevor die Richter ihr Urteil bekannt geben, zeigen wir Ihnen jetzt... Los, komm schon! ...die Siegespokalparade! Er ist ein sauberer Hund. Er hat gelernt, sich zu waschen. Und nun, ohne lange Vorrede, geben die Richter ihre Entscheidung bekannt. Der zweite Preis am Band geht an Mr. Sid Tandoori und Vishnu. Ach, guter Junge. Und der erste Preis am Band geht zusammen mit dem Pokal an, wie gewöhnlich, die Mahonis und Basta. Guter Junge, Basta. Das ist mein Junge, ein prima Hund. Idioten. Er hat wirklich die Schau gesprengt.
Nicht wahr, Mom? Und nun möchten die Richter eine lobende Erwähnung vornehmen. Ein Sonderpreis für Hund und Besitzer, deren Entschlossenheit und Tatkraft vorbildlich für den Wettbewerbsgeist sind. Mr. Fred Sneed und Lambada! Damit ist die Hundeschau beendet. Eieieiei. Ich meine, er hat alles richtig kaputt gemacht. Du kannst nicht immer gewinnen. Wo ist unser Band, Daddy? Wir haben verloren, dumme Gans. Oh. Tut mir leid, Schatz. Vielleicht kaufen wir einen zweiten Hund. So einen wie deinen Prinz. Nein. Außerdem habe ich euch nicht alles über seinen zweiten Platz erzählt. Was denn, Schatz? Nun, es waren nur zwei Hunde im Wettkampf. Oh. Hey, Dad! Dad, ich glaube, der Hund muss mal raus und pinkeln. Na toll, der Hund ist auch nie zufrieden. Wie kann man es so recht machen? Billy, wir möchten alle gern aus dem Auto steigen, besonders wenn Dad fährt. Ja, ja. Aber wir können nicht immer alles haben, was wir wollen, oder? Na fein, auch noch Regen. Klar, was wir jetzt brauchen, ist Regen.